Hallo in den Saal, nachdem ich gehört habe oder gesehen habe, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen da sind, dann liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Beitragskürzung oder erweiterter Auftrag. Es geht ja in den derzeitigen Debatten sehr oft um grundsätzliche Fragen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Welchen Wert hat er für die Gesellschaft? Welche Leistungen muss er heute und welche Leistungen muss er in der Zukunft erbringen? Was ist eigentlich eine bedarfsgerechte Finanzierung? Wie sieht das aus mit der Beitragsstabilität? Wie wird überhaupt Beitragsakzeptanz gesichert? Ich bin überzeugt, dass sich ein dem Gemeinwohl verpflichtetes und solidarisch finanziertes System sich diesen Fragen immer wieder stellen muss. Muss sich diesen Fragen stellen, aber erst recht, wenn sich so viel verändert, wenn sich in unserer Kommunikationswelt so viel verändert, in unserer Medienwelt. Und die Frage ist, was ist, was bleibt, was verändert sich tatsächlich? Und wenn wir uns den Medienwandel anschauen, dann ist er rasant und er ist komplex. Und ich glaube, für uns wichtig ist, dass er getrieben wird von globalen Internetkonzernen, dass aber eine ganze Menge bei uns passiert, dass sich Kommunikationsräume verändern, dass wir immer mehr Teilöffentlichkeiten haben, in denen diskutiert wird und dass sich Mediennutzungsverhalten verändert hat, dass die Meinungs- und Willensbildung in unserem Land sich doch etwas verändert. Und ich bin überzeugt, trotz oder wahrscheinlich gerade wegen all dieser Veränderungen, die wir im Moment erleben und die wir auch spüren an unterschiedlichen Veränderungen, auch auf ein Stück im gesellschaftlichen Klima und an Dingen, die auch in der Welt passieren. Ich bin überzeugt, dass vor diesem Hintergrund der Kern unseres Auftrages, Meinungsvielfalt herzustellen, Verständigung, zur kulturellen Verständigung beizutragen in unserem Land und auch ein Stück zur gesellschaftlichen Integration beizutragen, dass all das unverändert ist. Angesichts dieser massiven Veränderung der gesellschaftlichen Kommunikation geht es hier auch ein Stück um individuelle, um freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung. Es geht um fundierte Meinungsbildung in unserem Land, dass sie uns weiter möglich ist, dass sie für jeden möglich ist und dass wir ein Stück informierte Öffentlichkeit auch über alle einzelnen Teilöffentlichkeiten hinweg tatsächlich immer wieder versuchen sicherzustellen. Und damit geht es ein Stück um Verständigung und Zusammenhalt in unserem Land. Und wenn Sie so wollen, ein Stück auch um Stabilität in unserem Land. Und wieso wir, wieso öffentlich-rechtlicher Rundfunk, warum wir mit diesem Auftrag, warum sind wir es, die das auch leisten können? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die entscheidend sind. Wir sind zum einen politisch unabhängig von unserer Struktur, von unserer Funktionsweise und wir sind wirtschaftlich unabhängig. Wir haben das große Privileg, dass wir solidarisch finanziert werden von der Gesellschaft und dass wir damit anderen, wie das so schön heißt, Entscheidungsrationalitäten folgen können als der marktwirtschaftliche Anreize. Insofern haben wir die Grundlagen dafür, dass wir tatsächlich das leisten können und auch müssen. Und ich glaube, dass in dieser digitalen Welt noch viel mehr Möglichkeiten bestehen, diesen Auftrag noch besser zu erfüllen. Wir haben mehr Chancen für Tiefe, für den Reichtum unserer Gesellschaft darzustellen. Wir haben noch mehr Chancen für Nachhaltigkeit und für den Dialog. Den Dialog mit der Gesellschaft, mit den Bürgerinnen und Bürgern und sozusagen Dialog auch zu moderieren. Es gibt ganz viele neue Möglichkeiten in der Welt. Und deswegen muss man natürlich darüber nachdenken, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was sind unsere Schwerpunkte, was sind die strategischen Handlungslinien, wo wollen wir hin, was heißt eventuell erweiterter Auftrag und wie geht das mit dem Beitrag zusammen? Wir haben im vergangenen Jahr in der ARD ein Grundsatzpapier verabschiedet und ich würde gerne vier entscheidende Punkte, Handlungslinien gerne daraus vorstellen, wo geht's hin und die wir dann gerne sicherlich auch diskutieren können. Ich glaube, erstens, wir müssen es schaffen, diesen Transformationsprozess zu bewältigen, den alle Medienunternehmen im Moment in unserem Land bewältigen müssen. Die Menschen nutzen weiterhin klassisch Radio und Fernsehen, auch wenn man das vielleicht auf der Republika nicht ganz so wahrnimmt. Es gibt Länder in der Bundesrepublik, wo man 270 Minuten am Tag noch Fernsehen schaut. Auch das gehört zu dieser Medienwelt, also klassisches Radio und Fernsehen gehören weiterhin dazu. Es ist auch ein Ende nicht in Sicht. Und auch bei den jüngeren Leuten wird immer noch ein Stück Fernsehen geschaut, aber dort ist das Fernsehen lange nicht mehr das Leitmedien.
Und die entscheidende Herausforderung besteht in diesem Transformationsprozess darin, dass man die eigenen Stärken, die man hat in den klassischen Welten, die publizistischen Stärken, dass man die überträgt auf die neuen Plattformen und dass man es schafft, auch dem Generationenabriss entgegenzuwirken. Wir haben mit Funk eine Riesenchance bekommen, einen Wahnsinnsexperimentierraum, das junge Angebot von ARD und ZDF, wo wir genau das, wo wir die Chance bekommen haben, dem entgegenzuwirken und wo wir tatsächlich den Dialog auch mit den jungen Menschen suchen können, führen können und auch innovativ dort unterwegs sein können. Und ich glaube, das ist eine echt Riesenchance, die wir da bekommen haben. Zweiter Punkt, und ich glaube, das ist angesichts der internationalen Plattformen, die nach bestimmten Mechanismen funktionieren, aus unserer Sicht wichtig, dass wir ein eigenes, relevantes, öffentlich-rechtliches Produktportfolio entwickeln, dass wir unsere Mediatheken stärken, dass wir unsere App-Welt für die Nutzer attraktiv machen, dass wir das Nutzerinteresse in dieser Welt in den Mittelpunkt stellen und schauen, was interessiert die Nutzer tatsächlich, und dass wir eigene Plattformen anbieten und Plattformen, die ein Stück auch eine gemeinwohlorientierte Alternative sind, wo man einen gesellschaftlichen Kommunikationsraum bietet, wo man tatsächlich auch so eine Art Anker ist, wo man weiß, dort finden sozusagen verlässliche Informationen statt, dort ist man miteinander unterwegs, in Respekt, in Wertschätzung, dort gilt Datenschutz noch etwas, dort sind die Daten gesichert und die Kontrolle über die eigenen Daten tatsächlich garantiert. Und die Chance, die besteht, ist, dass man sich mit diesen eigenen Plattformen auch noch viel mehr in der Gesellschaft vernetzt, mit Kultureinrichtungen, mit Wissenseinrichtungen, und dass man über starke, publizistisch starke eigene Plattformen tatsächlich auch sowas wie ein audiovisuelles Gedächtnis für unsere Gesellschaft wird und den Reichtum, der in unserer Gesellschaft vorhanden ist, tatsächlich auch zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Weichenstellung, die wir vornehmen müssen und die eben in dieser von internationalen Plattformen mit eigenen Mechanismen beherrschten Welt für uns in unserem Land wichtig ist. Dritter Gesichtspunkt: Wir diskutieren viel über die Welt der Fake News. Ich glaube, was für uns wichtig ist, und deswegen haben wir das als auch einen strategischen Punkt deutlich herausgearbeitet: Wir müssen immer wieder unsere Glaubwürdigkeit untermauern und wir müssen sie sichern. Und da geht es um unseren Markenkern. Es geht um verlässliche Qualität. Es geht aber auch um mehr. Es geht auch hier, um nah dran zu sein an den Menschen, um zu erklären, wie wir arbeiten, wie unsere Grundsätze sind, welche Darstellungsformen wofür stehen. Das heißt, es geht um publizistische Transparenz, auch ein Stück um Fehlerkultur, wo wir dabei sind, viel transparenter mit den Dingen umzugehen. Und es geht, und das gehört auch zu diesem Punkt, um unsere Medienkompetenz in unserem Land. Ich glaube, die entscheidende Antwort auf all das Gift, was in unserem Land kursiert, ist, dass die Menschen fit sind und dass sie mit Medien umgehen können. Und ich glaube, wir sind alle in der Pflicht, die Schulen, die Bildungseinrichtungen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, genauso ehrlich gesagt auch wie die privaten. Wir müssen alle was dafür tun, dass in unserem Land Medienkompetenz gestärkt wird und dass die Leute tatsächlich fit sind, dass sie kluge Entscheidungen treffen können, dass sie mutige Entscheidungen treffen können und dass sie wissen, wovon sie sprechen, wenn wir über Medien sprechen. Und entscheidend nochmal zum Thema Glaubwürdigkeit: Wir müssen für Qualität stehen. Heißt letztlich für Exzellenz, für inhaltliche Exzellenz in allen Genren. Und das Produktversprechen, das müssen die Menschen kennen und sie müssen, wie gesagt, unseren Markenkern an der Stelle auch kennen. Vierter wichtiger Punkt, wo wir alle dabei sind und die klassischen Medienunternehmen wissen, wie schwierig das ist: Wir sind dabei, uns zu crossmedialen integrierten Medienhäusern weiterzuentwickeln. Entscheidend sind die Inhalte. Entscheidend ist die Qualität der Inhalte, die mediengerechte Aufbereitung, wo welcher Inhalt, welcher Nutzer tatsächlich erreicht, wo man mit ihnen, mit welchen Inhalten in den Dialog kommen kann, austauschen, sich die Impulse holen in diesem gesellschaftlichen Dialog. Und da sind die Häuser dabei, sich sozusagen tatsächlich zu crossmedial integrierten Häusern, wie das so schön heißt, zu entwickeln. Leicht dahingesprochen, schwierige Prozesse, aber aus unserer Sicht auch die richtige Antwort auf diese konvergente Medienwelt. Und insofern gehört das dazu. Und die ganze ARD, und das ist das Wunderbare an der ARD, dass sie das gesamte Potenzial aller ARD-Anstalten auch noch stärker das publizistische Potenzial integrieren, vernetzen möchte und somit ein integrierter föderaler Medienverbund als das große Ziel in diesem Papier dann tatsächlich auch formuliert hat. Wie geht das alles? Und damit bin ich beim letzten Teil mit Beitragsakzeptanz zusammen und mit den Beitragsentwicklungen. Entscheidend ist: Wir sind gegenüber unseren Beitragszahlern zu größtmöglicher Wirtschaftlichkeit verpflichtet.
Wir sind solidarisch finanziert und deswegen hat der Beitragszahler auch von uns, kann er erwarten, dass wir wirtschaftlich mit seinem Geld umgehen, mit ihrem Geld. Und wir haben in dieser neuen digitalen Welt im Übrigen auch eine Riesenchance bekommen für mehr Effizienz, für ganz andere Produktionsweisen, für ganz andere Arbeitsorganisationen, für IT-gestützte Prozesse im Produktionsbereich, in den Bereichen der Verwaltung. Und deswegen haben wir ein klares Zeichen auch gegenüber der Politik gesetzt. Wir haben uns in einem intensiven Reformweg begeben, um wir die Chancen, die da drin stecken, um effizienter zu werden, mehr Synergien zu erschließen, besser unterwegs zu sein, arbeitsteiliger und damit auch im Interesse und Sinne der Beitragszahler unterwegs zu sein. Auf diesem Weg haben wir uns gemacht und sind überzeugt, dass da auch ganz viel Potenzial ist, um tatsächlich diesen Beitrag, und darum geht es, auch angemessen für die Beitragszahler für die Zukunft zu halten, ohne dass ich dabei sage, er wird für alle Ewigkeit stabil bleiben, aber er muss angemessen sein und die Menschen müssen wissen, wofür sie ihn zahlen. Und deswegen müssen wir uns verändern, alle miteinander, damit wir das bleiben, was wir sind, für unser Land und für unsere Gesellschaft, nach meiner festen Überzeugung unverzichtbar. Danke. Ganz ruhig. Herzlichen Dank, Frau Wille. Ich will jetzt zunächst einmal, bevor ich Frau Wille noch ein, zwei Fragen stelle zu Ihrem Vortrag, zwei weitere Panelteilnehmer begrüßen. Das ist zum einen Tabea Rösner. Sie ist bei den Bündnis 90 Die Grünen. Bitte. Falls Sie sich wundern, wir duzen uns, wir kennen uns schon so lange. Bitte gerne nach außen. Tabea Rösner ist bei dem Bündnis 90 Die Grünen und seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und dort Sprecherin, das habe ich mir aufgeschrieben, für Medien, Kreativwirtschaft und digitale Infrastruktur, so heißt es ganz genau. Und ebenfalls auf die Bühne möchte ich bitten Lauri Kivinen. Er ist sozusagen der fremde Blick von außen. Bitte hier in die Mitte. Okay. Herr Kivinen ist heute Morgen aus Helsinki hier eingeflogen und ist der CEO des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Finnland namens Yle. Und ich würde gerne, Frau Wille, zunächst einmal von Ihnen wissen, ich habe Ihnen zugehört und habe unglaublich viele positive Begriffe vernommen, die Sie der ARD zuschreiben. Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Relevanz, Qualität. Weil Sie sagen, nur wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind in der Lage, all dies zu liefern, dass Sie als ARD und ZDF finanziell und strukturell in der Lage sind, unabhängig und politisch unabhängig und auch finanziell unabhängig zu arbeiten. Man könnte auch fragen, ob denn das eine gewisse arrogante Haltung ist. Das ist ja etwas, was der ARD und ZDF auch gerne unterstellt wird. Ist das nicht auch eine gewisse arrogante Haltung? Denn es gibt noch andere Medien außer den öffentlich-rechtlichen. Es gibt Zeitungen, es gibt Magazine, es gibt privaten Medien, Fernsehen, Radio, auch Blogger und soziale Medien und Blogger und Netzaktivitäten, Zeiten, die auch das alles durchaus schaffen, ohne die Finanzierung und ohne ARD zu sein. Was verleitet Sie zu diesem großen Selbstbewusstsein? Also, zwei Antworten auf die Frage. Es ist unbestritten, dass wir eine reichhaltige Kreativwirtschaft in Deutschland haben und dass auch bei den privaten Veranstaltern wir tolle Sendungen finden können, tolle Angebote finden können in dieser Blogger-Szene. Auch bei den Lokalen finden Sie teilweise kreative Geschichten. Sie finden das überall. Was mein Anliegen war, darzustellen, andere können und wollen, wir müssen. Wir müssen sozusagen genau dafür stehen und haben tatsächlich die Voraussetzungen, die ja uns der Gesetzgeber, wenn Sie so wollen, mitgegeben hat, dafür da. Wir haben eine Beitragsfinanzierung, wo ich ja gesagt habe, ist ein Privileg. Heißt immer so schön, Beitragsfinanzierung ermöglicht eben, dass man tatsächlich Vielfalt sicherstellt und von Werbung da keine irgendwie vielfaltsverengenden Zwänge da ausgehen, sondern dass man tatsächlich muss
und auch liefern muss und die Voraussetzungen dafür mitbekommen hat. Was nicht heißt, dass wir nicht wunderbare Angebotswelten auch bei anderen Anbietern haben und die immer wieder auch da neu entdecken können. Sie müssen aber nicht. Thema Generationenabriss, das ist ein Schlagwort, mit dem Sie angetreten sind. Das ist eine Feststellung, die Sie damals getroffen haben. Wir als ARD und als ZDF haben ein Problem, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und Ihr erstes Ziel war, ein Angebot zu schaffen für jüngere Leute. Funk ist daraus entstanden. Vor einem Jahr kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir noch sehr theoretisch drüber geredet. Auch hier und im Oktober ist es gestartet. Ist der Generationenabriss, von dem Sie eben schon wieder gesprochen haben, das hat mich gewundert, ist der immer noch ein Problem? Ist Funk nicht erfolgreich? Wie sind da die Zahlen? Also die Aussage, da haben wir ein Problem der jüngeren Generation, kommt ja stark aus der Fernsehwelt. Also nach dem Kika freuen wir uns immer wieder, dass bei Kids und man gut unterwegs ist und viele Kinder tatsächlich erreicht. Danach war es eben weniger. Ab 10, 11, 12 Jahre waren weniger, die wir erreichen konnten, insbesondere der Fernsehwelt. Und deswegen ist in der Tat die Frage, wie schafft man das, bei den 13-, 14-Jährigen anzudocken und bis zu den 30-Jährigen zu kommen. Und der Auftrag, den wir jetzt haben, ist in der Tat ein Angebot im Internet für junge Leute zwischen 14 und 29 Jahren zu machen. Das ist eine Herkulesaufgabe, weil das ist natürlich, sind ganz unterschiedliche Lebenswelten davon betroffen. Also die 14-Jährigen sind sicherlich nicht mit den 29-Jährigen zu vergleichen. Gleichwohl, das habe ich ja gesagt, ist das eine Riesenchance, weil es ist ein Auftrag neuer Art. Es ist ein Content-Netzwerk ohne Anbindung an irgendeinen linearen Kanal zu knüpfen, zu entwickeln, zu experimentieren. Und da sind wir im ersten halben Jahr gut unterwegs. Wir hatten, ich glaube, bis April gab es 150 Millionen Videoabrufe bei YouTube und Facebook. Also seit Start. Als Startzahl finde ich jetzt mal eine gute Zahl. Heißt nur lange nicht, dass wir das Content-Netzwerk geknüpft haben. Jetzt heißt es ja, dran zu bleiben, nachhaltig zu werden, immer wieder gesucht zu werden. Und das Entscheidende ist, dass wir ein relevanter Anbieter auch für die jungen Menschen werden. Ich will das jetzt auch mal testen mit dem Publikum. Wer guckt alles regelmäßig ein Angebot von Funk? Also doch ein. Immerhin. Gebildetes und gutes Publikum hier, das wir haben. Könnte man dann nicht. Ich freue mich jetzt gerade sehr. Das ist ein schönes Bild von Funk. Könnte man da nicht sagen, na, was wollten ihr jetzt noch mehr? Also jetzt habt ihr Funk, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Übrigens 45 Millionen kostet das Ganze. Zwei Sender wurden dafür eingestellt, um dieses Geld anderweitig eben dafür auszugeben. Es gibt da all diese gesetzlichen Regularien nicht, von wegen Verweildauer. Nun haben doch ARD und ZDF da eine Möglichkeit. Warum wollt ihr eigentlich immer mehr, immer noch Neues, immer noch mal den Auftrag erweitert bekommen? Es gibt ja immer dieses Klischee oder diesen Vorwurf, ARD und ZDF können nicht genug kriegen. Also immer mehr stimmt ja nicht ganz. Also wenn man sich an die Entstehungsgeschichte von Funk erinnert, dann sind dafür zwei Digitalkanäle eingestellt worden. Einer beim ZDF und einer bei der ARD. Und wir haben auch die Finanzierung über diese Digitalkanalmittel hinaus dann aus dem Bestand gestemmt. Also insofern, wir wissen, wir haben natürlich die Zeichen der Zeit verstanden, dass Transformation nicht Expansion heißen kann. Sondern dass wir eben rein müssen in diese neuen Kommunikationsräume, in die sich entwickelnden Räume und dass wir dort als relevanter Anbieter unterwegs sein müssen. Und dass woanders abgezwackt wird. Umschichten. Tabea Rösner, die Seite der Politik will ich hier mit reinnehmen. Es geht nicht ohne Auftrag, es geht aber auch nicht ohne Beauftragung der Länder. Ohne diese Beauftragung darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk nichts machen. Du plädierst für einen erweiterten Auftrag, habe ich in den ganzen Debatten in der Vergangenheit auch erfahren. Also das ist deine Haltung. Im Netz soll mehr möglich sein, da sollen mehr Freiheiten bestehen, weniger Regularien beengen. Vertrittst du damit eine Minderheitsmeinung oder eine Mehrheitsmeinung in der Politik? Wenn man sich dieses Spektrum anschaut, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, welches Spektrum aus der Politik an Forderungen zur Sprache gebracht werden? Also ich glaube, die Politik, wenn man das mal so allgemein sagen kann, ist sich dessen bewusst, dass wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen und dass wir natürlich die Entwicklungsgarantie, die ja das Bundesverfassungsgericht auch dem Öffentlich-Rechtlichen gegeben hat,
ins Netz transformieren müssen. Das heißt, die Frage, wie werden wir uns zukünftig informieren, wie wird die Mediennutzung zukünftig sein, und alles spricht dafür, dass wir sehr stark immer mehr On-Demand-Angebote haben wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor allen Dingen, was den Telemedienauftrag angeht, mehr machen kann. Mhm. Ich sage nicht, dass es grenzenlos erweitert werden soll, sondern vielleicht nachjustiert werden. Denn die Frage ist, wo erreicht der Öffentlich-Rechtliche, der ja auch die Aufgabe hat, alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen und Angebote für sie vorzubereiten, wo erreicht er denn die meisten Menschen? Und zukünftig wird das mehr im Netz sein. Und deshalb muss er im Netz auch agieren können. Und darüber sind sich, glaube ich, alle einig. Die Frage ist, wie ist dieser Prozess dahin zu gehen? Wie kann man den steuern, wenn dann gleichzeitig die Verleger ankommen und sagen, ja, aber wenn das so presseähnliche Angebote sind, dann darf man die halt nicht vorhalten. Im Netz ist das immer so schwierig mit der Definition. Ja, Presseähnlichkeit steht im Rundfunkstaatsvertrag. Meiner Auffassung nach müsste man das eigentlich rausnehmen, was den Telemedien die Angebote angeht. Aber da gibt es zum Beispiel keine politische Mehrheit. Der Rundfunkstaatsvertrag wird ja in den Staatskanzleien vorbereitet, in der Rundfunkkommission, und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verabschieden den. Da bin ich jetzt als Bundestagsabgeordnete nicht dabei, auch nicht in der Rundfunkkommission, und kann deshalb nur sagen, wieso die Debatten am Rande laufen. Und da ist es so, dass zum Beispiel die Enquete-Kommission, die wir ja in der letzten Wahlperiode hatten zum Thema Internet und digitale Gesellschaft, da gab es auch eine Arbeitsgruppe zum Öffentlich-Rechtlichen oder zu den Medien allgemein. Und da war schon klar, die 7-Tage-Regelung zum Beispiel, die muss eigentlich weg. Aber die Politik hat das bisher eben noch nicht nachvollzogen, oder zumindest die Rundfunkkommission oder die Ministerpräsidenten. Aber es gibt ja noch ganz andere Forderungen. Das betrifft jetzt alles den zweiten Punkt, den Auftrag. Aber beim ersten Punkt sind wir ja auch. Also was du erzählt hast, ist so eine Debatte, die, glaube ich, mehr im Hintergrund geführt wird. Was im Vordergrund geführt wird, ist immer das Thema Geld. 17,50 zahlen wir. Es wird möglicherweise teurer werden oder nicht. Seehofer kommt, sagt, wofür brauchen wir zwei bundesweite Sender, also das erste und das ZDF. Lass uns doch den einen einstellen. Oder lass uns einzelne Anstalten fusionieren, einzelne Länderanstalten fusionieren. Ist das Populismus? Ist das utopisch? Beitrag kann man halbieren. Die AfD würde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohnehin gleich am liebsten abschaffen. Was davon ist utopisch und nur in der Theorie vorstellbar? Was davon ist wirklich realistisch? Also ich habe das Gefühl, dass diese Debatte häufig von hinten, dass das Pferd da häufig von hinten aufgezäumt wird. Das heißt? Weil, auch das Bundesverfassungsgericht hat dem Öffentlich-Rechtlichen ja eine Finanzierungsgarantie gegeben. Das heißt also, der Auftrag muss auch mit den ausreichenden Finanzen hinterlegt werden. Jetzt gab es durch die Beitragsumstellung eben Mehreinnahmen, und die Diskussion darüber, soll man den Beitrag jetzt senken oder wird er zukünftig vielleicht sogar ansteigen. Und die KEF, die diesen Beitrag ja ermittelt, hatte davor gewarnt, dass wir zukünftig wahrscheinlich diesen Beitrag erhöhen müssen. Und da sind viele, gerade aus den Ländern, auf den Plan gerufen worden und haben gesagt, um Gottes Willen, ja, die Akzeptanz ist im Moment schwierig und der Beitrag muss stabil bleiben, der darf die 17,50, so hoch ist er ja jetzt gerade, nicht überschreiten. Und dann hat man eine Arbeitsgruppe gegründet auf Länderebene, die heißt AG Struktur und Finanzierung des Beitrags. Und Auftrag und Struktur, ja. Ja, Struktur und, genau, Struktur und Auftrag. Und da finde ich die Debatte etwas schräg, weil erstmal geht es ja darum, einen Auftrag zu bestimmen, und diesen Auftrag, der muss mit Finanzen unterfüttert werden. Ja, und nicht umgekehrt, dass man sagt, der Beitrag darf zum Beispiel nicht exorbitant steigen. Mhm. Also wir legen ein Limit an, wie zum Beispiel auch die FDP das immer gemacht hat, mehr als 10 Euro, oder die AfD sagt auch sowas. Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wir reden im Moment sehr finanzgetrieben, sehr geldgetrieben, nach dem Motto, am Schluss muss die Summe rauskommen und wir schauen, wie wir da hinkommen, aber eigentlich müssten wir
generell mal überlegen, was wollen wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das Ganze in Ruhe diskutieren, erst danach gucken, was kostet's und wie kommen wir, wie viel muss dann der Beitrag, wie hoch muss dann der Beitrag sein? Und Wille hat ja die Herausforderungen beschrieben, was es jetzt heißt für die Zukunft. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen hätten, dann müssten wir ihn heute erfinden. Und dafür müssen wir ihn eben auch richtig ausstatten. Da muss man natürlich nachjustieren und fragen, ist das eigentlich noch zeitgemäß, dass wir als Politik Kanäle beschreiben, die der Öffentlich-Rechtliche machen soll oder so. Da muss man nicht einfach gucken, wie wird das Mediennutzungsverhalten sein, was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten, was braucht er dafür an Finanzen, also beispielsweise, wenn wir sagen, die 7-Tage-Regelung soll gekippt werden und viele Inhalte sollen länger im Netz sein, hieße das ja auch, die Rechte müssen beispielsweise... Und das macht das Ganze teurer. Und das könnte das teurer machen, aber ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch überlegt, wo er Kosten einsparen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch notwendig. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist auch ein Gebot. Und deshalb, glaube ich, Kooperationen sind da schon angebracht. Herr Gewin, Sie sind CEO von Yle, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Finnlands. Ich habe mal geguckt, 3 Millionen Reichweite haben Sie bei 5,5 Millionen Einwohnern in Finnland. Ich hoffe, ich habe da die richtigen Zahlen in etwa. Wie viele Millionen haben Sie gesagt? Bitte? 3 Millionen bei Fernsehen haben wir. Reichweite. Ja. Reichweite, ja. Täglich. Wie finanziert sich Yle? Haben Sie auch so etwas wie unseren Beitrag? Haben Sie eine Steuer? Wie finanziert sich Yle? Zuerst mal muss ich sagen, dass die Aussagen von Frau Dr. Wille am Anfang Musik in meinen Ohren waren, weil die Prinzipien genau die gleichen sind, die wir auch bei uns anwenden. Und überhaupt ist die Diskussion auch bei uns ziemlich ähnlich. Die Diskussion über, wie groß muss ein öffentlich-rechtlicher Anstalt sein, welche Aufgabe sie haben muss und wie finanziert man sie. Haben Sie auch all diese Debatten, die wir hier gerade führen? Das könnte von Finnland sein, nur... ich habe einige Punkte dazu kommentieren. Zuerst mal, um den Auftrag. Je genauer man den Auftrag beschreibt und definiert, desto eher muss man wieder zurück auf sie kommen. Zurück? Auf sie kommen. Sie kommen. Auf eine neue Definition, weil sich die Medienwelt so rasch ändert, wie wir alle wissen. Und deswegen meine ich auch, dass eine allgemeine, aber sehr geradlinige Definition der Aufgabe eine längere Lebensdauer hat als eine sehr definierte, ins Detail gehende. Also Sie plädieren dafür, dass man es vage halten sollte, dass man wirklich die Grundpfeiler definieren soll, aber dazwischen möglichst viel Flexibilität? Ja, wenn alles genau definiert werden würde, dann brauchen wir keine Chefs, keine Intendanten und keine CEOs, dann könnte ein Beamter die Ressourcenallokation einfach einmal im Jahr bestätigen und dann an der Arbeit. Gerade in der vergangenen Woche habe ich eine Diskussion begleitet, da hieß es, die Skandinavier sind uns meilenweit voraus, was die Aktivitäten angeht im Internet, was das Angebot angeht im Netz. Wie erklären Sie sich dieses große Lob, dieses große Kompliment? Teilweise ist der Rasen, scheint der Rasen bei uns viel grüner zu sein, weil das auf der anderen Seite des Zauns ist. Aber wir haben eine entscheidende Differenz, einen entscheidenden Punkt, wo wir mehr Freiheiten haben. Und das ist derjenige, dass bei uns nicht definiert wird, was wir im Internet anbieten dürfen. Also, und uns, bei uns wird auch nicht definiert, wie viel von den Beitragsgeldern in Radio, ins Fernsehen und ins Online fließen muss, sondern wir können das selbst entscheiden, je nachdem, wie das Publikum sich verhält, je nachdem, was wir für sinnvoll verhalten und je nachdem, wie wir Rechte kaufen können. Und wer kontrolliert, wie viel Geld Sie zu bekommen haben, wer kontrolliert, ob Sie auch Ihren Auftrag erfüllen? Die Summe, Einkommenssumme wird bei uns per Gesetz definiert. Also es ist durch ein bisschen unterschiedliches System
gestellt aber und organisiert. Aber im Grunde wissen wir, wie viel Geld wir für ein Jahr zur Verfügung haben und müssen dann selbst die Entscheidungen treffen, wie wir das Geld aufteilen und wo wir das hinfließen wollen. Ich meine, dass ich bin fast der Überzeugung, dass eine Regulierung im Internet, dass wir sie nicht brauchen. Also ich höre Deutschland auch in die Richtung auf dem Weg. Eine Regulierung oder Begrenzung im Internet. Es gibt genügend marktbedingte Begrenzungen. Zum einen zum Beispiel das Geld. Wir können im Internet nicht alles anbieten, was wir anbieten sollten oder möchten. Es gibt Rechte, die wir nicht kaufen können, weil sie zu teuer sind oder uns nicht verkauft werden. Also es gibt genügend andere Bedingungen und Begrenzungen. Wir brauchen sie nicht von der Regulierungsseite. Wir haben auch noch einen Markt. Darf ich noch einen Aspekt? Einen ganz kurzen. Also wegen der Politik und der Handlungsspielräume. Also wir haben ein bisschen diesen Spagat zu erfüllen, dass einerseits die EU-Kommission sagt, es soll eine sehr konkrete Beauftragung geben und auf der anderen Seite soll die Programmautonomie durch das Bundesverfassungsgericht ja auch nochmal bestärkt, müssen die Sender frei handeln können. So, und das ist so ein bisschen diese Schwierigkeit, in der sich eben die Regulierung durch den Rundfunkstaatsvertrag bewegt. Ne? Wie viel geben wir tatsächlich vor? Und ich glaube, da muss man vielleicht die Perspektive ein bisschen verändern, nämlich die Frage, was soll konkret die Aufgabe sein, welche Zielgruppen können wie erreicht werden, um das nochmal klarer zu definieren, um so vielleicht den Staatsvertrag auf zukunftsfähige Beine zu stellen. Es gibt noch ein paar andere Beteiligte in dieser Debatte. Zum einen Sie kommen auch gleich zum Zuge. Aber wenn Sie jetzt sagen, das sieht mir jetzt alles ein bisschen sehr öffentlich-rechtlich aus und ein bisschen sehr, vielleicht nicht staatsnah, nee, das möchte ich nicht sagen, aber doch einfach ein bisschen sehr öffentlich-rechtlich, da fehlt doch noch einer. Es fehlt noch einer, es wird jetzt auch gleich noch ein Stuhl hier hochkommen. Hans Demme sitzt hier im Publikum, Sie können gerne schon mal hochkommen, NTV-Geschäftsführer und seit vergangenem Jahr der Vorstandsvorsitzende des Verbands privater Rundfunk und Telemedien, so heißt er korrekt, VPRT, Lobbyverband der Privaten. Herr Demme kommt ursprünglich aus dem Zeitungsgewerbe. Sie waren beim Bayerischen Rundfunk, also öffentlich-rechtliche Vergangenheit haben auch Sie, sind dann zu den Privaten gegangen, Sat.1, RTL, Vox und sind jetzt bei NTV. Und ich gehe mal davon aus, Sie haben eine Replik zu der ganzen Debatte, die wir hier bisher führen. Bitte schön. Und ich habe noch eine Rolle, die Frau Simon nicht erwähnt hat. Ich bin heute der Spielverderber. Also er ist der Special Guest. Ich bin so ein bisschen der Bad Cop, der das ein oder andere von dem, was heute gesagt wurde, wirklich in Frage stellt. Also herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen kann. Liebe Frau Wille, liebe Frau Rösner, lieber Herr Kivinen, war hochspannend. Ich habe Ihnen gern zugehört. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin ein großer Fan des ein oder anderen finnischen Krimis und muss auch dazu sagen, ich bin sehr begeistert, welches großartige Programm man mit einem Etat von 500 Millionen Euro, wenn ich nicht völlig falsch liege, auch machen kann. Programme der Rundfunkanstalten von uns allen ist eine tragende Säule im dualen System. Und lassen Sie mich an dieser Stelle eines ganz klar sagen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass die Qualität des Medienangebotes, das wir in Deutschland haben, auch aus einem funktionierenden Miteinander von öffentlich-rechtlichen Sendern und Privaten einfach exzellent funktioniert. Aber Meinungsvielfalt, die hier so hoch gepriesen wurde, und ich mache Nachrichten im Hauptgeschäft, also glauben Sie mir, Meinungsvielfalt ist mein wichtiges Thema, wird eben nicht nur von den Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen garantiert. Wie wollen wir weitermachen? Ich glaube, es braucht für ARD, ZDF und für den Deutschlandfunk ein klar definierten Auftrag, eine Auftragsbestimmung, die festlegt, warum genau diese konkreten Programmangebote zwingend von Rundfunkanstalten erbracht werden und, Frau Wille, Sie haben das Wort gesagt, erbracht werden müssen. Und es braucht eine Definition, die die kommerziellen Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks begrenzt. Es gibt eine ganze Menge publizistische Leistungen, die private Medien ja auch erbringen können im Bereich Unterhaltung und Fiktion. Muss das in extenso in der Tat gegen Gebühren, gegen die wir uns alle nicht wehren können, auch noch von den Rundfunkanstalten erbracht werden?
muss das auch in der Tat in einem ähnlichen System in den Telemedien stattfinden. Online beispielsweise gibt es diesen sogenannten Audience Flow nicht, mit dem der Nutzer über das ein oder in dem Fall der Fernsehzuschauer, über das ein oder andere attraktive Programm auch an die inhaltsschwereren Angebote herangeführt wird. Ich versuche es an einem Beispiel klarzumachen. Anne Will macht eine großartige Talkshow und die hohe Zahl von Zuschauern, die diese Talkshow hat, kommt schon auch daher, weil einfach das Programm vorher, nämlich der Tatort von 10 Millionen Menschen, einfach richtig gesehen wird. Nichts, nichts daran zu kritisieren. Aber das ist im Internet die Heranführung an Informationsprogramme überhaupt kein Thema. Und es braucht eine Finanzierung, die sich wirklich konkret am Auftrag bemisst. Man muss sie sehr genau angucken, wo ist der Auftrag und wie viel Geld. Und Sie sollen das Geld, das Sie für diesen Auftrag benötigen, auch bekommen. Das gönne ich Ihnen in der Tat gerne, ohne jeden Zweifel. Aber es braucht in der Tat eine Relation zwischen Gebühren, Geldern, die wir alle zahlen, und im Auftrag. Im Moment ist das Thema Indexmodelle sehr stark in der Diskussion. Da muss ich nur in der Tat dazu sagen, das verstehe ich in der Tat nicht und das lehnen wir als Verband ganz deutlich ab. Das klingt natürlich ganz bequem. Wir orientieren uns am Bruttosozialprodukt, an wie immer, an der Inflation. Nur wenn man eins weiterdenkt, also steigender oder fallender Ölpreis, hat mit dem Auftrag der öffentlich-rechtlichen Kollegen einfach nichts zu tun. Das heißt also, eine Überprüfung der Beiträge macht schon Sinn. So ein Indexmodell wäre ganz bequem und würde eine langfristige Perspektive einfach stetig auch bieten. Aber jetzt bieten die Beiträge schon eine Perspektive von in etwa 4 Jahren. Eine Perspektive von 4 Jahren, was die Einnahmeseite anbelangt, würde sich jedes private Unternehmen ganz, ganz, ganz massiv wünschen. Was die Telemedienangebote, also das Netz anbelangt, ist heute geregelt. Sie müssen werbefrei und sponsoringfrei zu sein. Offen gestanden, wir schauen da ganz genau hin und da gibt es mittlerweile auch die ein oder andere Sünde. Also beim SWR-Radioprogramm wurden auf der Website auch schon mal Gewinnspielsponsoren eingeblendet. Ich hoffe in der Tat, da hat ein Mitarbeiter nicht genau aufgepasst und dann wird man es als lässliche Sünde sehen. Aber lassen Sie uns da bitte alle genau und ich glaube, Frau Willi, wir sind uns da einig, lassen Sie uns da wirklich genau einfach hinsehen. Was wir auch kritisch sehen, Sie werden wahrscheinlich gar nicht mehr verwundert sein, ist die Platzierung von Inhalten von ARD und ZDF auf werbefinanzierten Social-Media-Plattformen. Das Schöne an der Argumentation, wenn Sie so wollen, der Gegenseite ist immer mal wieder, dass das erste Argument eingängig ist. Das heißt, wir müssen da sein, wo der Nutzer sein, wir müssen dem Generationenabriss einfach entgegentreten. Das alles ist nachvollziehbar. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, heißt die Tatsache, dass öffentlich-rechtliche Programme ihre Inhalte den Plattformen aktiv zur Verfügung stellen, bedeutet schlicht und einfach eine Stärkung dieser Plattform. Das heißt, Facebook, um es ein bisschen deutlicher zu machen, wird natürlich mit ihren Inhalten schlicht und einfach besser. Sie dürfen kein Geld verlangen. Werbung, Facebook ist werbefinanziert. Das sind Gelder, die aus dem Werbemarkt abfließen. Und allen anderen Beteiligten, die nicht öffentlich finanziert sind, irgendwann mittelfristig fehlen werden und zu den US-Konzernen laufen. Und wir haben jetzt gerade aus dem ersten Vierteljahr die jüngsten Zahlen von Facebook mit einer Steigerung der Werbeeinnahmen von 77% einfach schlichtweg gesehen. Wenn man hier ein bisschen weiter guckt, muss ich in der Tat dazu sagen, hier gibt es eine massive Gefährdung dessen, was wir an privaten meinungsbildenden Medien sehen. Und wir reden hier nicht nur über Privatfernsehen, wir reden hier auch über die Verlage. Und dann haben wir noch diese berühmte 7-Tage-Regel. Klingt auch so eindeutig. Ganz einfach. Warum soll der Tatort, der eh schon bezahlt ist, nicht 9 Tage, 10 Tage, 11 Tage im Programm einfach schlichtweg sein? Ich kenne die Verträge der ARD logischerweise einfach schlichtweg nicht. Aber ein Tatort ist nicht in voller Gänze bezahlt und steht nicht zur freien Verfügung. Es kommen weitere Folgekosten hinzu. Wir reden über Urheber, die Autoren, die Schauspieler. Alle haben natürlich an der stärkeren Nutzung ihr Anrecht daran beteiligt, einfach letztlich zu sein. Und daher braucht es unserer Meinung nach eben keine Ausdehnung dieses Telemedienauftrags. Im Gegenteil. Der Auftrag muss aus unserer Sicht deutlich stärker konkretisiert werden. Die Verweildauerkonzepte, diese 7-Tage-Frist, die wir hier besprochen haben, ist ja in weiten Teilen auch durch den 3-Stufen-Test durchlaufen schon erweitert. Also
Rote Rosen, Sturm der Liebe kann man bis zu 3 Monate in den Mediatheken der ARD einfach letztlich sehen. Und davon, dass die Fristen zu einer Ausdehnung des Angebots führen würden, kann nicht die Rede sein. Also im vergangenen Jahr gab es in der ARD-Mediathek über 150.000 Video- und Audiobeträge. Die Zugriffszahlen sind in der Tat stark gestiegen. Jede Erweiterung des Auftrags und auch ein Ausbau der Online-Angebote ist einfach schlichtweg mit steigenden Kosten verbunden. Darüber müssen wir uns einfach schlichtweg bewusst sein. Und wir wissen, wie relativ gering, bedauert es sogar, wie relativ gering die Akzeptanz einer Beitragserhöhung einfach in der Bevölkerung einfach schlichtweg jetzt ist. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz zu den, ganz kurz, ich habe ein bisschen auf die Uhr, weil es knapp ist, auch zum Thema Apps und Telemedien im reinen Informationsbereich. Aber sagen Sie wissen, ich bin im Hauptgeschäft Geschäftsführer eines Nachrichtensenders. Wir haben eine sehr erfolgreiche Nachrichten-App, die in direkter Konkurrenz zu tagesschau.de und heute.de steht. Wir sind werbefinanziert. Wir sind abhängig von unserer Leistung. Wir sind nicht abhängig von den Werbekunden, also keine Angst, dass die Vorstellung, dass bei einem werbefinanzierten Unternehmen alle halbe Stunde ein großer Werbekunde im Büro stünde und sagte, du musst das so und so machen. Das ist nicht so. Das ist in der Tat nicht so. Das habe ich vielleicht in 30 Jahren ein oder zwei Mal erlebt. Und dann gab es Antworten. Was ich aber hier sagen will, ist, wir haben keine Chance, nur eine Sekunde lang darüber nachzudenken, ob wir dieses Angebot gegen eine wie auch immer hohe oder niedrige Gebühr anbieten. Formate wie stern.de, spiegel.de, bild.de, ntv.de sind problemlos substituierbar. Und das gebe ich Ihnen zumindest mal als einen Gedanken letztlich mit. Also, über die Strukturreform, über die wir diskutieren, sie muss zu Ende gedacht werden. Und ich würde ganz gern einen ganz kurzen Satz zum Abschluss sagen. Auftragsdefinition muss nicht zwangsläufig Erweiterung heißen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Demmer. Nehmen Sie gleich Platz, bitte. Ich kann mich noch gut erinnern an das erste Gespräch, nachdem Sie gewählt worden waren als Vorstandsvorsitzender des VPRT. Und Sie sagten, diese Gräben zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Privaten, die brauchen wir nicht mehr. Diese kalte Kriegsstimmung, dieses ständig aufeinander rumhacken, muss doch nicht sein. Jetzt sind Sie es seit einem Jahr so ziemlich, ne, dreiviertel Jahr, und ich habe den Eindruck, die Tradition haben Sie schnell übernommen. Das heißt, es läuft einfach wie auf dem Basar ab. Sind ARD und ZDF dran, heißt das, wir wollen mehr, wir müssen die Menschen erreichen, wir wollen im Netz und im Digitalen auch aktiv sein. Und sofort kommen dann die Privaten und sagen, ihr habt doch eh schon zu viel, werdet eher gar nicht zufrieden. Ist das wirklich auch so eine Art Basar, der da gespielt wird im Medienmarkt? Ach, hoffentlich nicht. Also erstmal, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie kriegsrhetorisch oder kriegstreiberisch war, sondern einfach schlichtweg, das ist die Position, die wir haben, die wir an einem funktionierenden Markt und an einer funktionierenden Medienwelt, die Öffentlichkeit wirklich breit informiert interessiert sind. Das ist das eine. Das zweite, ich bin jetzt knapp ein Jahr im Amt, ab und zu vielleicht lernt man da ein oder andere Stelle dazu. Es gab in der Zwischenzeit auch ZDF-Gutachten, auf das wir natürlich letztlich auch reagieren müssen. Mhm. Das bei mir schon einfach letztlich dazu geführt hat, dass die Position zu sagen, also wir wollen alles und ohne Bedingungen, eine, die wir natürlich nicht unterschreiben können. Mhm. Aber ich wiederhole mich hier gern, wir haben ein großartiges Fernsehen hier in Deutschland, dank der Öffentlich-Rechtlichen. Bin nicht so ganz Ihrer Meinung, ob sie wirklich erfunden werden müssten, wenn es sie nicht gäbe, weil dann die Medienlandschaft anders aussehen würde. Und ich glaube auch, dass, wie wir im Printbereich einfach letztlich auch sehen, hier eine breite und starke publizistische Kraft einfach denkbar ist. Aber ich will sie ja auch haben. Man möchte sich auch aneinander halten. Aber Sie sagten damals noch einen anderen Satz, und zwar unsere eigentlichen Gegner sind woanders. Die haben Sie eben auch genannt, die Big Player von Facebook haben Sie gesprochen. Gestern habe ich gelesen, Facebook wird jetzt auch Serien anbieten in Bälde. Es wäre doch geschickter, wenn sich die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen, Frau Wille hat vorhin von Kooperation gesprochen, Sie sprachen zumindest damals von mehr Einigkeit, wenn Sie sich da zusammentäten und etwas Gemeinsames auf die Beine stellen, um gegen Netflix, Facebook jetzt künftig, Prime, was es noch alles gibt,
ja, sich aufstellen zu können. Also, ich verstehe die Frage. Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Also zum einen, wenn es sich auf den Produktionsbereich bezieht, ja. Die Frage, produzieren wir einfach schlichtweg mal was Gemeinsames? Da gibt es zwischen Sky und der ARD Berlin Babylon beispielsweise, was sicherlich ein Modell ist. Das ist das eine. Das zweite, es ist natürlich so mit einer gemeinsamen Produktion für den internationalen Markt, das ist nicht Ihre Aufgabe für den internationalen Markt zu produzieren, und mit einer gemeinsamen Produktion für den deutschen Markt, nachdem wir ja Konkurrenten sind, nicht so ganz einfach. Also da weiß ich nicht so richtig, wie es gehen soll. Aber zu diesem Punkt, ich glaube, wir dürfen keine Denkverbote einfach schlichtweg haben. Wir müssen uns diverse Optionen einfach mal lästig genau anschauen und dann entscheiden. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, und das ist etwas, was mich in den letzten Tagen erst stärker beschäftigt, und dazu habe ich noch keine abgeschlossene Meinung. Das ist gerade das, was ich in der Tat einfach schlichtweg sagte. Wie weit stärken wir noch als Private mit einem Geschäftsmodell dahinter, die Öffentlich-Rechtlichen mit einem kostenfreien Modell in der Tat einfach Plattformen wie Facebook. Ich habe wirklich keine Antwort, aber mich beschäftigt im Moment schon die Frage, warum machen wir Social Media stark, indem wir in der direkten Nachbarschaft von etwas stehen, was Sie sonst nicht auf einem unserer Sender finden würden, nämlich auf Fake News. Frau Wille, ich meine, das Argument ist schon einsichtlich, warum machen eigentlich öffentlich-rechtliche, öffentlich finanzierte Unternehmen Facebook stark? Gleich im Anschluss die Frage, wie fühlt man sich eigentlich als so eine Art, okay, Sie sagen jetzt gleich überspitzt hoffentlich, aber als Totengräber der Privaten, sowohl was Verleger angeht, als auch was Privatsender angeht, wie fühlt man sich mit diesem Vorwurf? Wenn Sie sich jetzt die Jahresabschlüsse anschauen, sind die eigentlich springlebendig. Also ich kann jetzt keine sozusagen schlechten, desaströsen Zahlen entdecken bei den großen Konzernen. Aber nicht mit klassischem Journalismus. Das Geld wird woanders hergeholt. Bei dem, was also Geschäft ist, es geht ja ganz stark zunächst erstmal um Rendite zu erzielen. Also da die Zahlen sprechen jedenfalls erst eine andere Sprache. Da sprechen wir nicht vom Totengräber. Das ist noch eine andere Welt. Wo wir wirklich gemeinsam unterwegs sein müssen, bevor ich auf den zweiten Teil der Frage eingehe. Wir haben ganz viel Gemeinsamkeit bei dem Thema, wie gehen wir mit diesen Plattformen in der Regulierung um? Und ehrlich gesagt, es dauert und dauert und dauert. Also das Thema Plattformregulierung, ich kann mich noch erinnern an gemeinsame Papiere, ARD, ZDF, VPRT. Wir haben das gemeinsam an die Politik geschickt und wir haben es immer noch nicht umgesetzt, jedenfalls nicht im nationalen Rahmen. Ich bin jetzt sehr froh, dass es offensichtlich in der AVMD-Richtlinie jetzt den Ansatz gibt. Es dauert. Ich meine, wir haben bei diesen großen Plattformen in der Tat ganz viel gemeinsame Interessenlagen. Wie sind wir auffindbar? Wie ist man zugänglich zu unseren Inhalten? Gibt es da eine Diskriminierungsfreiheit? Wir haben hier ein freiheitliches Mediensystem in Deutschland zu verteidigen. Deswegen ist das so wichtig. Deswegen müssen wir auch gemeinsam da unterwegs sein. Die andere Frage, die Sie gestellt haben, geht man überhaupt dahin? Also, oder sagt man, lass sie doch. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass 22% aller Deutschen mittlerweile auf Facebook kommunizieren. Und das ist in den letzten 5 Jahren rasant angestiegen. Dort kommuniziert man, dort gibt es auch Informationsangebote. Das ist eine schwierige Entscheidung. Deswegen haben wir für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt, wir brauchen eigene publizistisch starke Plattformen, dass wir sozusagen eine gemeinwohlorientierte Alternative auch haben und dass wir einen Kommunikationsraum haben, wo all diese Dinge nicht da sind, die uns bei dem anderen Plattform eben beschweren und beschäftigen müssen. Ich würde jetzt gerne dazu übergehen, noch die letzten Beteiligten, die zusätzlichen Beteiligten mit reinzuholen, nämlich das Publikum. Wenn Sie eine Frage haben, sortieren Sie sich gerne einen Moment, melden Sie sich bitte. Ich stelle noch eine Frage schnell an Tabea Rösner und wüsste nämlich gerne, woher kommt eigentlich das schlechte Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so man von schlechtem Image reden kann. Man kann aber zumindest davon reden, dass gern draufgehauen wird, dass man sich gerne davon distanziert, dass man keine allzu hohe Meinung von dem System, von der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat. Woher kommt das? Darf ich einen kurzen Satz dazwischen sagen? Ich meine, es wird auch auf uns gern draufgehauen. Also da gibt es möglicherweise vielfältige Gründe, wobei ich die Frage stellen möchte, ob die Ablehnung wirklich so groß ist. Wenn man Zahlen sieht, dass die Glaubwürdigkeit beim Öffentlich-Rechtlichen immer noch sehr, sehr hoch ist, dass er geschätzt wird, dass es auch immer noch viel Vertrauen gibt, dann kann man das, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Aber es gibt so eine gefühlte
Ablehnung, so eine gefühlte Wahrheit, die sich auch in der Politik breit macht. Und das finde ich schwierig. Also die Frage von, klar, Staatsferne. Ja, wir hatten das ZDF-Urteil, das auch deutlich gemacht hat, also mit der Causa Brenda im Vorfeld. Das war nicht gut für den Öffentlich-Rechtlichen. Auch die Frage von, wie geht man mit Fehlerkultur um? Wie bezieht man die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Konsumentinnen mit ein? Das ist alles eine Frage, glaube ich, die man für die Zukunft noch weiter stellen muss. Kann man mehr Kommunikation ermöglichen? Schafft man genug Transparenz beispielsweise? Weil jeder, der von uns den Beitrag zählt, übrigens heißt er inzwischen Beitrag und nicht mehr Gebühr, der möchte gerne wissen, was mit seinem Geld passiert. Mhm. Ja, also ich glaube, da gibt es noch ganz viel, wo man auch die Marke Öffentlich-Rechtlicher stärken muss. Und was die Plattformen angeht, also ich sehe das ja in der Tat auch kritisch. Und ich frage mich, ob es nicht sinnvoller ist, dass der Öffentlich-Rechtliche, damit er sein Gesicht nicht verliert und seine Marke verliert, wenn er sich zu sehr auf den anderen Plattformen tummelt, ob es nicht wichtiger ist, von den anderen Plattformen wieder auf eine starke Plattform öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu führen, ja, um deutlich zu machen, das ist ein qualitativ hochwertiges Angebot, da werden die journalistischen Standards eingehalten, auch gerne mit Kooperationen, beispielsweise Recherchenetzwerke, wenn die offen sind, auch für alle. Ja, das darf auch nicht ein Closed-Shop sein. Aber das, glaube ich, kann den Öffentlich-Rechtlichen insgesamt stärken. Ich habe hier eine Frage aus dem Publikum. Ich weiß nicht, wie das mit den Mikrofonen. Hier ist eine Dame mit Mikrofon. Hier ist eine Dame mit schwarz-weißem Schal, die eine Frage stellen möchte. Ja, guten Tag. Ich bin vom AMAG, vom Weltverband der Community Broadcaster in Europa, für das europäische Chapter sozusagen. Und das ist genau der Punkt, Sie haben nämlich uns vergessen. Es gibt eine EU-Entschließung vom EU-Ministerrat von 2010, in dem es darum geht, die Community-Medien, also sprich in Deutschland eben das freie Radios und auch teilweise freies Fernsehen, als dritte Mediensäule zuzulassen und zu fördern, und das findet zum Beispiel in Berlin und Brandenburg nicht statt. Und das ist genau auch eine meiner Anregungen, da mehr in den Dialog zu gehen und auch uns Geld abzugeben und diesen Medienstaatsvertrag entsprechend zu ändern. Denn offensichtlich, wie Sie es ja dargestellt haben, Facebook, das ist ein Beispiel für mich, dass es ein ganz großes Bedürfnis gibt seitens der Konsumenten. Sie sehen uns ja als Zuschauer, als Konsumenten auch Beiträge selber einzubringen und teilzuhaben, also ein gemeinsames Rundfunknetz zu entwickeln in beide Richtungen und Sender und Empfänger sozusagen die Rollen auch miteinander zu verquicken. Braucht es denn noch? Die Frage richtet sich, glaube ich, an Tabea Rösner. Ja, das habe ich auch mit gemeint, ne? Diese Kommunikation. Wie weit da eine Förderung stattfinden kann, muss man dann prüfen. Es gibt ja auch die Ideen, ob man vom Rundfunkbeitrag beispielsweise, also ich meine, die Medienanstalten werden dadurch finanziert, offene Kanäle werden dadurch finanziert, wie weit die freien Radios oder freien Anbieter selber Geld haben wollen. Das ist auch immer so eine Frage, weil das immer dann mit der staatlichen Förderung so eine Sache ist. Aber ich finde, sowas muss man diskutieren, weil es eine vielfältige Landschaft ermöglicht und auch gewährleistet. Und diese Vielfalt, die wollen wir ja. Wir wollen eine vielfältige Medienlandschaft haben. Und da denke ich, muss gerade die Kommunikation insgesamt, ob das jetzt die Zuschauerinnen, Zuhörer, Leserinnen und Leser oder auch die freien Angebote sind. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Dann wüsste ich gerne von Herrn Demme. Herr Kivinen hat eingangs doch erzählt, dass da sehr viel mehr Freiraum ist in Finnland. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das finnische Mediensystem kennen, aber könnten Sie damit leben, mit dem, was er gesagt hat, nach dem Motto, gibt dem öffentlich-rechtlichen, den öffentlich-rechtlichen Sendern einen gewissen Betrag? Was die damit machen, bleibt ihnen überlassen,
aber es gibt eben nicht mehr. Sie müssen dann irgendwo anders kürzen, wenn Sie etwas Neues tun wollen. Also grundsätzlich, wenn man irgendwie so mit der Vorstellung versteht, was Sie meinen, einfach wirklich schwer, jemand irgendwie Geld zu geben und sagen, na gut, dann mach was du willst mit, schlicht oder aber. Also da habe ich ein bisschen Angst davor, zum einen. Zum zweiten, wir sind grundsätzlich mit dem System, das wir haben über Jahre wirklich sehr, sehr, sehr gut gefahren. Und die öffentlich-rechtliche Kontrolle kommt ja auch aus den späten 40ern, aus den 50er Jahren, wo diese gesellschaftliche Kontrolle einfach immens wichtig war, auch für die Entstehung der Demokratie in diesem Lande. Für uns aus der reinen Verbandssicht ist einfach in der Tat wichtig, dass man alle Angebote, die mit öffentlichen Geldern, die mit Gebühren? Nein, Beiträge. Beiträgen. Ich werde es noch lernen. In den Markt eingreifen, sich sehr genau danach anguckt, ob man das nicht auch einfach ohne Gebühren schlicht oder einfach hinbekommt. Das für uns ist immer die Grenzlinie, wo betrifft es unsere wirtschaftlichen Interessen, und unsere wirtschaftlichen Interessen sind auch inhaltliche Interessen, weil auch wir tragen zur Vielfalt und zur Meinungsfreiheit bei. Herr Beer? Ja, ich wollte ganz gern noch mal eine Replik geben auf Ihren Zwischenruf, gerade was die Frage angeht oder was in der Politik eben auch diskutiert wird, soll man den Öffentlich-Rechtlichen reduzieren, was den Auftrag angeht? Also soll er zum Beispiel Unterhaltung machen oder nicht? Und wenn man sich mal überlegt, was auch zur Unterhaltung zählt, ja, das sind natürlich Filme, die sich auch mit der Realität auseinandersetzen im fiktionalen Bereich, aber die natürlich wichtig sind für auch die Meinungsbildung und deshalb aus dem öffentlich-rechtlichen Angebot nicht komplett rausdividiert werden dürfen. Ja. Also der Öffentlich-Rechtliche darf nicht auf ein Nischenprogramm reduziert werden. Und das ist ja so eine Forderung, die man von allen Seiten hört, ja, die in der politischen Debatte immer wieder auch diskutiert wird. Und ich glaube, das wäre fatal. Letztlich profitieren Sie als private Anbieter ja auch vom publizistischen Wettbewerb. Ja? Also ohne jeden Zweifel, das ist in der Tat einfach letztlich ein Missverständnis. Vielleicht habe ich einen Satz in meinem Manuskript übersehen. Natürlich haben wir massives Interesse daran, dass es auch hochklassige Unterhaltung und Spielfilme im Öffentlich-Rechtlichen gibt. Also diese Reduzierung auf reine Informationsangebote fordert von uns niemand. Es ist nur eine Frage der Dosierung, vor allem auch im Bereich der Telemedien. Und da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja, aber natürlich sollen die Unterhaltung. Aber wenn man auf die Zukunft schaut, ja, dann wird die Nutzung vor allen Dingen über die Medien, über die neuen Medien, über die Telemedien erfolgen. Und dazu muss sich der Öffentlich-Rechtliche eben auch im Internet ausbreiten können. Also er muss die Verbreitung über das Internet natürlich gewährleisten. Ja, aber wir sagen, dafür braucht es einen Auftrag und dafür braucht es Regeln und dafür braucht es in der Tat schon die ein oder andere Grenze. Sie müssen halt letztlich was längere Verweildauer anbelangt, sich auch den Markt ansehen. Das wird die Preise für alle am Markt beteiligt nach oben treiben, zum Vergnügen der amerikanischen Majors. Herr Kivinen, Sie kennen das ja auch. Bei Ihnen gibt es auch keine Verweildauer. Ich hätte das Manuskript hier schon schreiben können. Genau so läuft es. Sie werden hier ohnehin jetzt gleich das letzte Wort haben weil ich es nämlich auch ganz spannend finde, als jemand, der eigentlich am weitesten jetzt von unserer permanent geführten deutschen Diskussion weg ist, ein Urteil abzugeben, ob Sie immer noch sagen würden, das könnte hier genauso gut in Helsinki stattfinden. Wir haben genau dieselben Diskussionen mit denselben verteilten Rollen. Nochmal die Frage an Sie, Herr Kivinen. Wie sehen Sie unsere Debatte hier? Welchen Rat hätten Sie? Das ist immer schwierig, von außen einen Rat geben zu versuchen. Aber ich halte es schon für wichtig, dass es Kontrolle gibt für alles, was man mit öffentlichen Geldern macht. Das ist ganz klar. Und solche Kontrolle muss da sein, die muss ihren Platz haben. Aber noch zurück zur Regulierung. Wir versuchen hier mit Internet auftreten und mit Präsenz im Internet, im Online-Bereich jetzt etwas zu regulieren, was eigentlich uns selbst nur schadet hier in Europa. Und wir können nicht das regulieren, was die anderen Riesen, die Internetriesen von außen also auf unseren Markt bringen. Und deswegen finde ich solche Regulierung schadend. Wenn wir uns selbst da begrenzen, da geben wir mehr Platz für die Dritten, für Facebook, Netflix, HBO und so weiter. Und deswegen sollten wir eher Wege finden, dass wir
Richtung Markt gehen und den Markt entscheiden lassen, was es Sinn macht, im Internet zu veröffentlichen. Und ich hoffe, dass wir diese Tendenz auch in Europa sehen werden, dass wir nicht mehr über Funk und Online sprechen oder Fernsehen und Radio und Online, sondern ein Bedarf von Konsumenten, von Kunden, von Bürgern, Inhalte zu bekommen über die Wege, die sie benutzen. Und dass wir nicht regulierungsmäßig begrenzt werden. Herzlichen Dank. Der Applaus gilt jetzt erst einmal Ihnen, Herr Kiewin, aber jetzt kommt hoffentlich gleich noch ein kleiner Applaus an uns alle. Und insbesondere soll ich jetzt noch darauf hinweisen, es soll nun hier irgendwo der Code erscheinen, über den Sie das Panel bewerten kann. Tun Sie es bitte. Wir würden uns alle freuen. Ich übergebe an Daniel Fiener, wo immer er ist, hier an der Ecke. Vielen Dank ans Publikum, vielen Dank hier ans Panel.